Herzlich willkommen zur GFD Trading Wochenanalyse für die fünfte Kalenderwoche, die da vom 29.01. bis zum 2.02. geht. Wir wollen hier auf die Märkte schauen, wie DAX, Dow, S&P, Euro, britischen Pfund, Brent und WTI und natürlich aufs Gold. Ich werde hier so ein bisschen versuchen, den weiteren Blickwinkel oder den größeren Blickwinkel auf größeren Zeitebenen eben hier darzulegen, beziehungsweise auch meine Sichtweise zu zeigen, wie ich jetzt für die kommende Woche die Märkte sehe, beziehungsweise wo hier wichtige Widerstände, Unterstützungen sein können. Wir werden dann auch auf wichtige Wirtschaftszahlen eingehen, das sogar eben als allererstes, bevor ich über die Märkte spreche. Vorab aber der Hinweis, schaut unter dem Video, wenn ihr euch für bestimmte Märkte interessiert, also zum Beispiel für den Dow oder für den Euro oder für den britischen Pfund, dann habe ich unten in der Videobeschreibung für euch diese Märkte aufgelistet. Dahinter steht dann eine Uhrzeit und dann könnt ihr mit diesem Klicken auf diese Uhrzeit direkt zu den Märkten springen und könnt auch wieder zurückspringen, also könnt da eben in dem Video hin und her springen und kommt dann direkt zu der Analyse für den jeweiligen Markt und man muss nicht zwingend dieses komplette Video hier anschauen. Vorab aber auch hier nochmal, wie immer, der Risikohinweis. Lest euch den bitte durch, schaut hier notfalls auch nochmal auf der Website von gfdbrokers.com nach, wenn ihr da Fragen habt. Achtet auf eure Stops, achtet auf eure Positionsgrößen und vor allem all das, was ich hier sage, ist meine Meinung, meine Sichtweise. Es ist keine Empfehlung, jetzt an bestimmten Punkten unbedingt einen Markt zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, nutzt diese Analyse gerne, um eure eigenen Analysen abzugleichen, um zu schauen, ja, okay, da könnten interessante Punkte sein oder eben auch als Hinweis, achtet mal an der und der Stelle, da könnte was Wichtiges sein oder natürlich auch bezüglich der Wirtschaftszahlen, aber macht eure eigene Analyse und achtet eben dann natürlich auch aufs Risiko und aufs Money Management. Aber wir wollen auf die Märkte schauen, beziehungsweise vorab erstmal kurz auf die Wirtschaftsdaten. Ich ziehe hier mal für euch die Wirtschaftsdaten der kommenden Woche ins Fenster rein und wir sehen hier am Montag, dass hier um 14.30 Uhr in den Staaten Zahlen kommen, die ich persönlich jetzt nicht so als wichtig erachte, aber hier Montag um 14.30 Uhr einfach mal so ein bisschen vorsichtig sein, aber prinzipiell sollte hier nicht viel am Markt passieren. Ebenso am Dienstag, ja, harmonisierter Verbraucherpreisindex, sind jetzt keine Riesenaktionen am Markt zu erwarten. Um 10 Uhr am Dienstag. Trotzdem auch hier dann ein bisschen vorsichtig. Bruttoinlandsprodukt, Eurozone und Bank of England, Präsident Kenry spricht. Also das sind jetzt auch nicht so die wichtigsten Dinge, wobei hier beim britischen Pfund vielleicht so ein bisschen eben Achtung, das Prinzip Achtung bedeutet, ja. Schauen wir weiter nach unten. Am Mittwoch haben wir hier US-Präsident Donald Trump spricht. Ja, da kann man natürlich eben schon vielleicht diesen einen oder anderen Richtungswink wieder erhaschen, aber wir sehen das in der Nacht um 3 Uhr, also wir als Daytrader oder auch Swingtrader, wir werden davon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen und die Bewegungen, die da vielleicht stattfinden, gar nicht so als wichtig und groß dann eben in der Analyse am nächsten Morgen dann betrachten können. Eurozone Verbraucherpreisindex sehe ich jetzt auch nicht so wichtig. Hier wird es dann interessant und das ist eigentlich der erste Punkt in der Woche, wo ich persönlich so ein bisschen sage, okay, da muss man aufschauen. Wir hatten ja in der letzten Woche die Zinsentscheid hier bei uns in der EU, da ist eben entschieden worden, dass erstmal die Zinsen auf dem Niveau bleiben, wie sie da sind. Das wird jetzt auch in den USA erwartet. Es wird hier erwartet, dass die Zinsen bei 1,5%, der Leitzins bei 1,5% bleibt. Also hier Mittwoch um 20 Uhr, danach direkt dann eben auch ähnlich wie diese Woche das Statement dann zu dieser Zinsentscheidung oder im Prinzip das Statement zur Geldpolitik, wie sind so die Pläne für die Zukunft. Und das kann hier durchaus aus dem Markt so ein bisschen durcheinander wirbeln, wie wir es letzte Woche dann auch hier mit der EZB in Europa hatten, beziehungsweise hier die Bewegungen, denn eben während des Zinsentscheids an sich die Bewegung nicht so groß war, aber dann, wo das Statement kam, war da dann die Bewegung am Markt dann doch so ein bisschen größer, auch im Euro, im DAX. Also hier kann eben durchaus so ein bisschen Bewegung reinkommen und das ist eigentlich so der erste Punkt, wo ich in der kommenden Woche so ein bisschen die Ausrufungszeichen groß schreibe. Dann haben wir am Donnerstag nochmal ihr verarbeitendes Gewerbe, das ist auch nicht so wichtig, also da sehe ich jetzt wieder nicht so viel Bewegung, allerdings auch wieder 16 Uhr Donnerstag, so ein bisschen Vorsicht, aber nicht so viel, aber hier am Freitag dann die Non-Farm Payrolls, also die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, beziehungsweise die Arbeitslosenquote, das geht immer ineinander über, mehr oder weniger. Und hier wird im Prinzip gezeigt, wie aktuell die Arbeitsmarktlage ist in Amerika. Sind eben neue Stellen geschaffen worden oder nicht?
Das war in den letzten Monaten und Jahren nahezu immer der Fall. Ja, also der Arbeitsmarkt ist permanent am Wachsen, beziehungsweise die Arbeitslosigkeit am Schrumpfen. Das war in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft so, beziehungsweise nahezu jeden Monat. Und hier ist darauf zu achten, dass man eben schaut, okay, es war 148.000 waren, man kann es hier oben sehen, vorherige, ja, neue geschaffene Stellen, 175.000 wird erwartet. Hier muss man dann so ein bisschen gucken und ich denke, dass diese Arbeitsmarktzahlen dann auch am Freitag den Markt wieder so ein bisschen bewegen können. Nicht allzu stark, in der Vergangenheit waren die Bewegungen nicht allzu stark. Das waren dann eben so 20, 30, 40 Pünktchen im DAX, wo der Markt mal so ein bisschen zucken kann. Aber es gab Zeiten, da waren da schnell 100, 150 Punkte im DAX zum Beispiel, ja. Im Euro, beziehungsweise ja, im Euro auch, aber auch im Dow Jones und S&P sind dann auch Bewegungen zu erwarten, aber auch nicht so extrem stark. Aber definitiv sollte man am Freitag um 14:30 Uhr dann hier auf den Markt schauen, weil auf jeden Fall irgendwie Bewegung zu erwarten ist. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was hier zu erwarten ist, weil es ist für mich persönlich auch als Trader gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zu wissen, dass da was kommt und dann eben gucken, wie reagiert der Markt darauf. Also Freitag dann um 14:30 Uhr. Ich habe noch eine andere interessante Geschichte als Termin für euch kommende Woche. Und zwar am Dienstag werde ich zusammen mit dem Chris Kämmerer ein kleines Live-Trading machen, am Vormittag und auch noch am Nachmittag. Der Nachmittag ist jetzt hier gar nicht eingetragen, aber wir werden hier um 8:45 Uhr, ich werde am Morgen meinen DAX Long oder Short etwas eher abhalten, werden dann ab 8:45 Uhr im Webinar hier eben dann ja, den Markt live nochmal kommentieren über einen etwas längeren Zeitraum. Wir gucken mal, ob wir irgendwo Trading-Setups formulieren können. Also wer hier Lust hat und dabei sein möchte, gerne am Dienstag hier in dem Live-Trading und man kann sich hier auf der Seite von GFD unter Events dann auch für dieses Live-Trading anmelden. Und da sieht man den Chris Kämmerer und meine Wenigkeit auf der rechten Seite hier für dieses Webinar. Gucken wir auf die Märkte und fangen wir mit dem DAX an. Gucken wir mal, was der Markt die Woche gemacht hat und welche Bereiche für die kommende Woche hier interessant sein könnten. Also, wir sind in der vorletzten Woche eher schön nach oben gekommen, haben das dann auch in der vergangenen Woche dann nochmal ausbauen können. Wir haben, wie erwartet, neue Allzeithochs ausgebaut, beziehungsweise haben erstmal vorher die letzten Bewegungshoch, wir machen nochmal den Tageschart hier, die letzten Bewegungshoch überschreiten können, haben dann hier aus dem Mitte November die Allzeithochs überschreiten können, sind in den Bereich 13.600 gelaufen, aber dann eben Montag, Dienstag noch nach oben. Mittwoch, Donnerstag kam dann der Markt doch teilweise mit relativ starkem Momentum wieder zurück und das war im Prinzip ähnlich, wie es in den Bewegungen vorher war. Wenn der Markt eben doch mal etwas sauberer gestiegen ist, folgte relativ zügig danach dann wieder eine starke Abwärtsbewegung. Dann hier nochmal stärkere Abwärtsbewegung, hier wieder hoch, stärkere Abwärtsbewegung. Und jetzt sind wir so ein bisschen an so einem entscheidenden Punkt. Schafft der Markt es erneut, die Stärke nach oben aufzubauen oder nicht? Und gehen hier mal auf geringeres Zeitfenster. Und wir müssen uns jetzt überlegen, okay, handle ich mehr die Long-Seite in der kommenden Woche oder mehr die Short-Seite? Wo wären hier eventuell die Vorteile gegebenenfalls von der Trendsicht zu sehen? Und da bin ich nach wie vor, das hatte ich in der letzten Analyse schon gesagt, dass ich den Bereich von 13.300 und das ist so auch das Eröffnungsniveau vom Freitag, das ist hier noch die magentafarbene Linie, beziehungsweise auch dieses Unterstützungsniveau hier knapp unter 13.300. Das ist für mich für die kommende Woche und ich kann das gerne mal in Grau hier einzeichnen, dass ich diesen Bereich, ich zeichne das hier mal so ein, zack, ja, das ist so der Bereich, den ich für die kommende Woche erstmal als Hauptunterstützungsbereich sehe. Also alles, was hier drüber ist, würde ich primär weiterhin von der Long-Seite aus sehen. Das war in der vergangenen Woche auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, alles über 300 ist eben trotzdem, auch wenn wir hier irgendwie zurückkommen, nach wie vor von der Long-Seite aus zu betrachten. Sollte der Markt allerdings hier runterrutschen, und wir können das hier auch gerne mal einzeichnen, werde ich das mal machen. Ja, sollten wir hier unter dieses Unterstützungsniveau gehen und dann unter den Bereich 13.290 rutschen, dann wäre hier dieser Bereich zwischen 13.000 grob 300 und 13.200 erstmal so ein bisschen Niemandsland für mich. Das hatte ich in den letzten Analysen auch schon gesagt, bedingt. Weswegen? Weil wir hier in diesem Bereich schon mal so eine Seitwärtsphase hatten. Der Markt ist doch über mehrere Tage hier hin und her gependelt und nicht vergessen, wir sind hier auf einem 4-Stunden-Chart. Also jede Kerze,
dauert 4 Stunden. Und dann das bedeutet, dass wir hier schon mal in so einer Schiebezone waren und sich solch eine Schiebezone in diesem Bereich gegebenenfalls erneut ergeben könnte. Ja, somit bin ich in dem Bereich 13.300 bis 13.200 etwas vorsichtiger. Sollten wir Schwäche haben, sollten die US-Märkte auch nachhaltig zurückkommen, was aktuell definitiv nicht so aussieht. Wir werden ja hier gleich den Blick drauf richten auf den S&P und den Dow Jones. Sollte da jedoch Schwäche aufkommen, dann ist es denkbar, dass wir in Richtung 13.000 als grobes Ziel laufen. Das ist wirklich nicht mal das B-Szenario aktuell, sondern vielleicht C oder D. Aber sollten wir dann unter die 13.200 gehen, dann ist es durchaus realistisch, dass wir dann erneut in den 13.300er Bereich rutschen und dann eben auch in diese Schiebezone. Wir können das gerne mal nochmal auf der anderen Darstellung des DAXes hier uns anschauen. Also wenn wir hier in diese Schiebezone wieder reinrutschen, was dann die obere Grenze von 12.900 beziehungsweise die untere Grenze 12.900, die obere Grenze 13.100, dann ist es wirklich spätestens wahrscheinlich, dass wir wieder Richtung 13.000 laufen. Also wie gesagt, alles unter 13.200, Tendenz hier Richtung 13.000. Bleiben wir über 13.300. Ja, das ist dann der Bereich hier, wenn wir leicht zurückkommen würden, dann ist es durchaus möglich, dass wir erneut hier, also Aufwärtsbewegung, etwas stärkere Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, etwas stärkere Abwärtsbewegung und wieder, dass wir aktuell in einer Aufwärtsbewegung sind. Sollten wir jedoch hier anfangen jetzt, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und hier irgendwo wieder Schwäche zeigen und wegbrechen, dann ist es nicht unmöglich, dass sich antizyklisch auch in den jeweiligen Tagesanalysen, in dem immer morgens stattfindenden DAX Long oder Short oder auch am Nachmittag in der US Opening Bell, dass wir dann eben mal drüber sprechen, hier vielleicht auch antizyklisch dann mal die Short-Seite anzunehmen, aber prozyklisch wäre definitiv erst unter 13.200 die Abwärtsseite für mich interessant und wie gesagt über 13.300 weiter die Long-Seite mit dem Ziel, dass der Markt gegebenenfalls die 13.5 und dann wieder die alten Allzeithochs angreift. Schauen wir uns den Dow Jones an. Der Blick auf den Dow Jones zeigt sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. Schauen wir auf den Tageschart und wir sehen, dass der Markt wirklich enorm in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, gar Jahren am Steigen ist. Und das nach wie vor und das eben in den letzten Tagen auch immer mal wieder kleinere Abwärtsbewegungen stattgefunden haben, die man teilweise dann auch antizyklisch mal erwischen konnte, auf die ein oder andere Art und Weise. Ich war zum Beispiel hier in der Abwärtsbewegung, habe die relativ gut erwischt, war dann extrem weit vorn und habe mir diesen kompletten Gewinn wieder abnehmen lassen, weil ich dachte, okay, es kann durchaus möglich sein, dass der Markt hier nochmal in diesen roten Bereich zurückläuft. Das hat er dann nicht geschafft und ich habe mir den Gewinn, der hier im Prinzip schon dann offen war, der Buchgewinn, abnehmen lassen. Aber der Markt ist eben nach wie vor auf der Long-Seite und hier eben diese Abwärtsbewegung wurde auch relativ schnell wieder aufgeholt, nach oben aufgeholt und der Markt dann gerade am Freitag hier nochmal mit einer enormen Bewegung annähernd am Jahreshoch, am Allzeithoch hier geschlossen, also auch der Freitagsschlusskurs auf extrem hohem Niveau. Und wir müssen uns jetzt hier im Dow Jones dann eben mal einen neuen Bereich suchen. Ich hatte ja vorher in der letzten Woche gesagt, dass alles über diesem roten Bereich hier klar auf der Long-Seite auszusehen ist, ja. Allerdings, wenn wir jetzt aus diesem hohen Niveau hier runterrutschen, dann sind das, glaube ich, schon wieder, wir müssen mal gucken, ich glaube 600 Punkte oder so, ne? Wir haben es jetzt hier 26.620 und wir sind hier mit diesem Bereich im Bereich 25.900 knapp darüber. Ja, also wir sind hier mit über 600 Punkten Abwärtsbewegung, wären wir dabei, wenn wir wieder in diesen Bereich zurücklaufen. Und das ist natürlich zum einen dann schon wieder interessant, die Abwärtsseite auch zu handeln, beziehungsweise sehe ich das jetzt als Bereich für mich, dass ich nur die Long-Seite betrachte, etwas zu weit. Und somit sehe ich hier im Dow Jones, ich zeichne das mal ein, dass hier durchaus dieses Unterstützungsniveau, ich mache es mal ein bisschen größer, ja, dieses Unterstützungsniveau im Bereich, wir haben es hier um die Marke 26.320 in der oberen Grenze und in der Unterstützungsgrenze 26.230, dass in dem Bereich hier durchaus Unterstützung spätestens nochmal gefunden werden kann und der Vorteil weiterhin auf der Aufwärtsseite liegt. Sollten wir unter diesem Bereich wieder rutschen, dann wäre ich persönlich etwas vorsichtiger mit Käufen, würde vielleicht hier dann auch schon mal gucken, okay, wären vielleicht, wenn der Markt hier mit ein bisschen Volldampf wieder zurückkommt, ähnlich wie hier, aber diese Bewegung
Bewegung dann aufrechterhält, also nicht wieder sofort zurücknimmt, wären hier vielleicht die ein oder andere Überlegung auf der Abwärtsseite mal denkbar. Und dann, dass wir dann in das Unterstützungsniveau 26.000 hier durchaus wieder zurücklaufen könnten. Ja, also alles über 26.300 nach wie vor auf der Long-Seite zu sehen. Aber für mich, für Käufe, ist es halt nach wie vor interessant, wenn wir solche Bewegungen wie in der vergangenen Woche sehen. Also dass der Markt, und das ist jetzt hier in dem Fall ja auch nicht unrealistisch, wir sind am Freitag schon enorm nach oben gepusht. Ja? Schauen wir mal, wo wir am Montag eröffnen. Aber es ist jetzt nicht undenkbar, dass wir hier erstmal wieder leichte Konsolidierungen sehen. Und wir können uns das gleich mal nochmal auf den Tageschart angucken. Es ist durchaus denkbar, dass der komplette Freitag als Tagesbewegung hier durchaus nochmal aufgeholt wieder nach unten werden kann, weil ich zeige euch das gleich mal, diese Bewegung hier wirklich sehr, sehr sauber gelaufen ist, ohne größere Rücksetzer. Schaut euch mal hier am Nachmittag die Bewegung oder fast schon zum Abend diese Bewegung nach oben an hier. Ja, die ist mit relativ wenig Volumen passiert und es gab wirklich kaum Gegenbewegung. Also ich sehe es als durchaus realistisch, dass diese Bewegung auf jeden Fall hier diese letzte Aufwärtsbewegung in der kommenden Woche und vielleicht sogar schon am Montag nach unten wieder wettgemacht werden kann. Durchaus vielleicht vorher natürlich nochmal mit einem Squeeze nach oben, aber es ist durchaus denkbar, dass wir den Bereich hier um die Marke 26.500 anlaufen. Und das wäre jetzt auch mein erstmal favorisiertes Szenario, dass man hier eben den Markt in diese Richtung eben abwartet, dass der wieder zurückkommt, um dann eben hier vielleicht in dem Bereich oder gegebenenfalls etwas tiefer, je nachdem, muss man gucken, oder an beiden Stellen, das muss ich mir dann anschauen, eben den Markt wieder Richtung Long-Seite handelt. Laufen wir weiter nach unten, kann man hier immer mal gucken, das ist ja halt dann immer uhrzeitabhängig oder eben auch bewegungsabhängig, in welcher Art und Weise kommt der Markt dahin, wie reagierte er an vorherigen Unterstützungen, wie ist die Form der Abwärtsbewegungen und der dazu folgenden Erholungen, wenn man eben einen Abwärtstrend in diese Abwärtsrichtung aufbaut, um dann eben an den jeweiligen Unterstützungen zu überlegen, zu kaufen oder eben abzuwarten. Ja? Aber ich denke, dass das eben durchaus realistisch ist, dass der Markt hier zurückkommt und wie in der vergangenen Woche sich dann eben diverse Möglichkeiten hier nach den starken Abwärtsbewegungen erneut zum Kauf eben irgendwo ergeben. Und das wäre jetzt auch mein favorisierter Gedanke. Direkt am Montag, erst recht nicht in der Pre-Session am Montagvormittag, dass ich hier den Dow Jones nach unten handeln würde, auch wenn der eben irgendwie fällt, das würde ich nicht machen. Ich würde hier primär darauf schauen, dass man vielleicht frühestens den Dow Jones dann am Montagnachmittag handelt und mal gucken, wo wir uns dann befinden, vielleicht ebenfalls noch auf hohem Niveau. Ein ähnliches Bild, und damit kommen wir zur Analyse für den S&P. Ja, ein ähnliches Bild zeigt sich, und wir wissen das hier im S&P. Der Markt ist ebenfalls stark nach oben. Wir sind hier im Wochenchart und wenn man hier die letzten Bewegungen sich anschaut, dann sieht man, das ist eben gleich auch im Dow Jones eben teilweise zu sehen. Schaut euch mal diese Aufwärtsbewegung an. Da sehen wir, da wir sind jetzt hier im Wochenchart. Das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Wir haben es hier 2011. Aber ich will einfach mal zeigen, dass sich Trends auch von ihrer Art und Weise her unterscheiden. Ja? Schaut euch mal diese Aufwärtsbewegung an. Wir sehen immer wieder nach ein paar Wochen, dass wir doch verhältnismäßig stärkere Rücksetzer sehen und der Markt hier diese Aufwärtsbewegung in einem ähnlichen Zyklus eben vollzieht, immer wieder mal zurück. Zurück, hoch, zurück und dann irgendwann kommen stärkere Rücksetzer. Und das ist hier fast ein Jahr. Gucken wir mal, wo das hier ist. Das ist dann Ende Dezember 2014 und wir bauen hier im Mitte 2016 fangen wir wieder an, neue Hochs auszubauen. Ja, also haben hier dann eben doch schon mal schärfere Abwärtsbewegungen drin gehabt. Dann fing das hier wieder weiter so an. Hoch. Gegenbewegung hoch, Gegenbewegung. Aber seit hier, also seit Ende 2016, wird diese Aufwärtsbewegung immer sauberer. Die Gegenbewegungen sind bei Weitem nicht mehr so hoch wie hier in dieser Aufwärtsbewegung. Und jetzt wird der Aufwärtstrend immer schärfer, immer steiler. Und die Gegenbewegungen sind teilweise nur noch marginal. Und solange das so weitergeht, solange ist hier natürlich dann auch meine Analyse nach wie vor stark auf der Long-Seite, weil erst wenn der Markt Gegenbewegung zeigt, erst wenn der Markt sich wirklich gravierend auf der Abwärtsseite zeigt und schaut euch mal diese Aufwärtsbewegung an, wenn wir hier im Wochen, jetzt sind wir aktuell im Tageschart, aber ich zeichne das mal ein, wenn wir jetzt hier wirklich mal Gegenbewegung in der Größe hier vielleicht sehen, ja, oder vielleicht auch mal hierhin,
Das ist doch für die Aufwärtsbewegung, selbst das wäre für die Aufwärtsbewegung hier erstmal für diese große Aufwärtsbewegung kein Beinbruch, ja? Und dann wären wir vom aktuellen Hoch im Bereich 28, also 2875, sind wir hier im Bereich 2550, ja? Und das ist eine Riesenbewegung für den S&P, aber generell wäre es für die Aufwärtstendenz eben noch nicht mal ein Beinbruch. Somit ist es hier durchaus denkbar, das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall, aber dass wir irgendwann mal doch schärfere Gegenbewegungen sehen, aber das kann erst nächstes Jahr sein oder sonst da wann. Ja, man weiß es nie. Somit, solange der Markt zeigt, ich möchte nach oben, solange sollte man dann auch die Aufwärtsseite spielen. Und somit gucken wir uns hier für die vergangene oder für die kommende Woche, nicht für die vergangene Woche, sondern für die kommende Woche natürlich auch die Aufwärtsseite erneut an. Und ich sehe hier, wenn wir uns hier den 5-Minuten-Chart mal im S&P anschauen, dann haben wir hier ebenfalls ab Nachmittag wirklich eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung. Nochmal aus dem Bereich von, haben wir hier 28.050 kommen, fast oder um die 25 Punkte. Das ist wirklich enorm viel für den S&P in einer sehr, sehr sauberen Bewegung. Und wenn wir uns das hier klein ziehen, ja, dann sieht man das nochmal, dass diese Bewegung auch sehr, sehr sauber ist. Also auch hier sehe ich, weil man sieht diese Bewegung, hier ist das Volumen immer flacher werdend im Vergleich auch zum Donnerstag hatten wir abends gar nicht mehr so hohes Volumen. Also diese Aufwärtsbewegung ist mit relativ schwachem Volumen nach oben gelaufen, was für mich eben durchaus ein Szenario erstellt, dass auch wie im Dow Jones eben schon erwähnt, dass es eben möglich ist, dass der S&P hier die Freitagsbewegung bzw. die Kernbewegung vom Freitag, also von der Eröffnung um 15:30 Uhr, dass es durchaus realistisch ist, dass diese Bewegung auch wieder wettgemacht werden könnte. Somit müsste man hier mal schauen. Ich hatte es im Dow Jones eben schon gesagt. Ich würde jetzt S&P und Dow Jones generell sowieso, montags ist ja immer so ein bisschen vorsichtiger Tag, weil man erstmal sehen muss, dass die Märkte sich so ein bisschen justieren. Auch der DAX am Montagvormittag oft so ein bisschen tendenzlos, schaut mal oben, schaut mal unten und guckt dann, wie die Amis reinkommen und dann geht dann eben die Kernbewegung oft erst auch dann am Nachmittag los im DAX. Ähnlich ist es dann im S&P und Dow Jones, dass dann montags eben immer noch so ein bisschen Vorsicht ist. Somit handle ich dann definitiv, oder nicht definitiv ist falsch, aber in den meisten Fällen handle ich den Dow Jones und den S&P nicht am Montagvormittag. Somit hier dann ab 14:30 Uhr/15:30 Uhr schauen, wo sind wir hier im Markt. Und das ist durchaus denkbar. Ich zeichne das nochmal ein. Hatte das für den Dow Jones eben auch schon gehabt, dass wir hier schon erstmal auch am Vormittag oder in der Nachtsession nochmal ein bisschen hochrutschen. Aber ich sehe es eben schon durchaus als realistisch, dass wir hier dann diese Bewegung vom Freitag nochmal zurückholen. Und dann bieten sich hier in dem Bereich des Eröffnungskurses, in dem Bereich des Schlusskurses vom Donnerstag durchaus Möglichkeiten, eben hier erneut die Long-Seite zu spielen. Mit dem Ziel, dass der Markt vielleicht neue Hochs macht, aber wahrscheinlich, wenn man in diesen Bereichen hier kauft, dann braucht man erstmal nicht mal das Ziel, dass der Markt zwingend neue Hochs macht, sondern man kann hier schon von anderen Bereichen im Zielbereich ausgehen, also von anderen Widerständen, ja. Und ebenso im S&P, eben ähnlich wie ich es jetzt im Dow Jones eben schon gemacht habe, würde ich halt hier definitiv dann auch den Bereich, den wir vorher hier unten hatten, wo ich gesagt habe, okay, alles, was über diesem grauen Bereich ist, hier um die Marke von 2800, alles, was da drüber ist, ist auf der Long-Seite auszusehen. Wenn wir jetzt hier erstmal von der 75, von der 28,75 auf die 28,00 runterrutschen, dann sind das ganze 75 Punkte. Also, ich würde jetzt hier ebenfalls diese Schiebezone, und das ist so der Schlusskursbereich von Donnerstag, beziehungsweise auch knapp darunter, diesen Bereich würde ich jetzt hier ebenso wieder grau markieren und würde sagen, okay, alles, was da drüber ist, also Rücksetzer, die sich dann hier auch ereignen, beziehungsweise teilweise von mir aus auch aggressivere Strategien, also Ausbruchsstrategien, die handle ich persönlich eher ungern, aber sie sind natürlich weiterhin durchaus denkbar, dass man hier eben auch Ausbruchsstrategien handeln kann. Für mich persönlich ist es, ich sehe es lieber, wenn eben leichte Rücksetzer kommen, um dann einzusteigen. Aber da, wie gesagt, alles, was über dem Bereich, was haben wir hier, das ist so die 28,30 bis 28,35, so Pi mal Daumen, alles da drüber. Weiterhin für mich klar auf der Long-Seite. Sollte der Markt da drunter kommen, dann kann hier durchaus so ein bisschen der Rutsch stattfinden in Richtung hier 28.000 und dann wäre vielleicht die Abwärtsseite mit dem Gedanken, dass der Markt vielleicht mal so ein bisschen konsolidiert wieder da und da drüber. Wenn man die Abwärtsseite handeln sollte, dann ist es hier oben stark antizyklisch zu sehen, egal wo, ja, und primär die Aufwärtsseite.
Produktseite weiterhin zu betrachten. Und man muss jetzt eben mal schauen, neue Bereiche, neue Zielbereiche sind natürlich in diesem Niemandsland, wo wir uns noch nie aufgehalten haben, immer schwer festzulegen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir jetzt von der 2875 eben in den Bereich, Moment, in den Bereich der 29 laufen. Ja, und wir haben aktuell, glaube ich, im S&P Pi mal Daumen eine Wochenschwankung von um die 40 Punkte und wir sind jetzt schon bei der 75. Da sind natürlich 25 Punkte nach oben nicht mehr viel. Wir können hier mal gucken, wir sind auf dem Wochenchart, gucken uns hier unten die ATR nochmal an. Das sind so gute 40 Punkte. Ja, also es ist durchaus realistisch, dass wir, wenn wir die Aufwärtsbewegung hier weiter fortsetzen, dass wir dann auch in den Bereich 29.000 laufen. Das würde ich jetzt vielleicht nicht primär als erstes Ziel nehmen, aber wenn man sich die Kernbewegung immer so anschaut, dann haben wir hier so um die 15 Punkte, 75. Also hätten wir denn hier in dem 90er-Bereich, würde ich vielleicht dann nochmal ein realistisches Ziel oder nehmen wir die 88 und dann als nächstes Bereich dann von der 88 Richtung 29, 00. Wäre schon durchaus denkbar. Man muss sich dann hier natürlich in diesem Bereich dann irgendwo Widerstände reinlegen, weil wenn es diesen Bereich noch nicht gab, dann muss man so ein bisschen aus der Erfahrung sagen, okay, der Markt moved meistens so und so viele Punkte, also packe ich mir dann hier die Widerstände rein. Kommen wir, jetzt muss ich mal auf meine Liste kommen, ich will jetzt mit euch über die Währung sprechen. Kommen wir zum Euro-US-Dollar, zur Analyse des Euro-US-Dollar. Der Markt ist extrem stark. Wir haben in den letzten Tagen auch hier dann wieder enorme Moves nach oben gesehen, auch gerade mit der FED-Entscheidung am Donnerstag, beziehungsweise mit dem Statement dann am Nachmittag ab 14:30 Uhr, hat hier denn doch nochmal so ein etwas stärkerer Move nach oben begonnen. Und ich hatte hier auf der längeren Analyse, wir hatten das hier im GFD-Devisenradar am Mittwoch zusammen mit dem Chris Kämmerer uns dann schon angeschaut, dass hier der Markt doch enorm eben auf der Aufwärtsseite natürlich unterwegs ist, aber auf einem Wochenchart hier, der bedingt aus diesen Hochs hier so eine Trendlinie zu sehen ist, die hier automatisch oder nicht automatisch, sondern die hier mit einem Widerstand um die Marke 1,2560 aufeinander trifft. Und genau diesen Bereich, das sieht man jetzt hier auf dem Wochenchart noch nicht ganz so genau, aber wir gucken uns das gleich auf kleinerer Zeitebene an. Genau dieser Bereich wurde angelaufen und dann kam der Markt erstmal leicht wieder zurück. Aber das ist jetzt hier im Endeffekt kein Beinbruch, denn ich würde hier, ähnlich wie im britischen Pfund, was wir uns gleich anschauen, eben definitiv sagen, dass natürlich der Euro-US-Dollar erstmal nach wie vor von der Long-Seite aus zu betrachten ist und durchaus die Kraft hat hier auch diese Trendlinie, die für mich jetzt nur erstmal optischer Natur ist, viel wichtiger sind für mich eben die nächsten Widerstände, die hier im Markt drin liegen. Und es ist durchaus denkbar, wenn wir jetzt die Vorwochenhochs, die knapp unter der Marke von 1,2560 liegen, wenn wir die nach oben durchbrechen, dass dann eben der Bereich Richtung oder die Kurse auch Richtung 1,28 bzw. knapp drüber hier eine realistische Chance haben zu laufen. Der Markt ist klar auf der Long-Seite, der Markt ist vom Swing her, von dem letzten Swing, wenn wir diesen Swing hier sehen, der da von Anfang, schauen wir mal, ja, Anfang 2017, also die Kernbewegung des letzten Jahres, wenn wir diese hier nochmal eben ähnlich in ähnlicher Ausprägung ransetzen würden, dann könnten, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit in Richtung 1,28 zu laufen, aber vielleicht auch vorher nochmal einen Rücksetzer, das gucken wir uns gleich hier auf der kleineren Zeitebene an, aber ich sehe jetzt hier als nächsten größeren Widerstand den Bereich knapp über der Marke von 1,28. Gehen wir runter auf den Tageschart, dann sehen wir, dass der Markt eben hier erstmal aus diesen letzten Hochs eben klar ausgebrochen ist, hier die Akzeleration nach oben ausgebaut hat. Diese Linie hier, die Trendlinie, verschiebt sich jetzt so ein bisschen, also die liegt normalerweise ein Stück weit darunter. Und wir hatten hier, können wir uns dann auf dem 4-Stunden-Chart mal anschauen, und wir schieben uns das mal ein bisschen zusammen. Wir hatten ja hier in der letzten Woche in diesem Bereich hier unseren Schlusskurs gefunden. Ich glaube, er war es schon sogar schon leicht drüber. Und ich hatte gesagt, okay, schaut euch diese Schiebezone hier an. Es ist durchaus möglich, wenn wir eben aus der Schiebezone sauber nach oben ausbrechen, dass wir hier eine realistische Chance haben, in die nächsten Zielbereiche hier oben zu laufen, und dass die Kernaufwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird. Hatte dann gesagt, okay, wartet aber ab. Wer
aggressiver unterwegs ist, der steigt bereits ein, wenn diese Zone verlassen wird, vielleicht nach einem kleinen Rücksetzer. Wer ein bisschen defensiver unterwegs ist, der wartet eben ab, dass der Markt aus diesem oder über diesen Widerstandsbereich von 1,2321 rauskommt, um dann hier eben den Einstieg zu finden und dann, wie gesagt, dass der Markt in die nächsten Zielbereiche läuft. Das war denn der Bereich um die Marke von 1,2450 bzw. als nächstes dann die Marke von 1,2560, wo wir nicht ganz hingelaufen sind, aber wie gesagt, das war so annähernd der Bereich, der sich da mit dieser großen Trendlinie auf Wochenbasis irgendwo befand. Und dann kamen wir hier auch dann eben nach der Zinsentscheidung, nach dem Statement, sind wir erst etwas stärker hochgelaufen, sind dann aber in dieses Startniveau erstmal wieder zurückgelaufen und endeten im Bereich um die Marke von 1,2440. Was ist jetzt für die kommende Woche interessant? Also nach wie vor alles, was über der Unterstützung 1,2320 ist, wäre für mich nach wie vor weiter auf der Long-Seite aus zu betrachten. Also leichte Rücksetzer, beziehungsweise haben wir jetzt hier ja so eine kleine Schiebezone, wenn man jetzt hier so eine Mini-Trendlinie einzeichnen möchte, ja, wobei die relativ steil ist, wäre es jetzt durchaus denkbar, wenn der Markt jetzt hier dann eben ausbricht, sich dann vielleicht über der Unterstützung 1,2460 verhält, dass man dann hier gegebenenfalls eben je nach Uhrzeit einen Rücksetzer dann in Richtung der Long-Seite aus handelt. Das wäre durchaus denkbar. Schauen wir mal, ob der Markt, wenn der Markt eben vorher wegbricht, dann ergeben sich vielleicht im Bereich 1,2320 Kaufgelegenheiten. Sollten wir nachhaltig unter die 1,2320 gehen, dann sind wir erneut in dieser Schiebezone. Und das ist ähnlich wie im DAX eben dann eben ein Bereich, wo ich nicht so gerne handle. Wo der Euro, wir schauen gleich auf den britischen Pfund, der ist im Prinzip vom Grundkern her viel, viel interessanter zu handeln. Also dann hier lieber sagen, okay, ich lasse den Euro sein, wenn wir wieder unter die 1,2320 gehen, warte hier erst mal ab. Sollten wir unter die Marke von 1,2210 bzw. unter die Marke von 1,22 rutschen, dann könnte sich hier in den Bereich bis 1,2050 eine Abwärtsgelegenheit gegebenenfalls ergeben. Aber von da aus sind wir erstmal noch oder von da sind wir erstmal noch ein ganzes Ende entfernt. Da kommen hier diverse Unterstützungen. Also wie gesagt, 1,2320, alles darüber long. Sollten wir hier runterrutschen unter 1,2320, dann Vorsicht, und hier unten müsste man gucken, dann auch entsprechend in der US Opening Bell. Kommende Woche werden wir da dann eben immer wieder mal drauf eingehen oder vielleicht auch im Live-Trading am Dienstag mit dem Chris Kämmerer und mit mir. Gucken wir auf den britischen Pfund. Kommen wir zur Analyse für den britischen Pfund. Und hier sehen wir erstmal, ich habe das ganz, ganz große Wochenbild hier mal dargelegt. Und da sehen wir ja prinzipiell, dass der Markt immer wieder stark auf der Abwärtsseite zu sehen war. Scrollen wir das mal ein bisschen zusammen, weil ich sage mal, die letzten Jahre ja prinzipiell egal sind. Aber für den britischen Pfund ist für mich persönlich erstmal vom Kern her ein sehr, sehr wichtiger Bereich interessant. Und zwar schaut euch mal diese große Riesenkerze an. Und ich schiebe das mal rein. Ich habe das vorhin nochmal rausgesucht, was das dann war. Schaut euch mal hier bei Wikipedia nochmal an, ja, bei EU-Austritt der Vereinigten Staaten, also des Vereinigten Königreichs, nicht der Vereinigten Staaten, also der Brexit sozusagen. Am 23. Juni 2016 stimmten 51,89% der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, also dem Brexit. Ja, dann schaut euch mal diese Bewegung an. Das war diese Kernbewegung hier. Wir sind hier auf einem Wochenchart, wir können das auch auf Tageschart uns nochmal anschauen. Moment. Schieben wir das ein bisschen zusammen, gehen da mal hin. Moment, Moment, Moment. So. Hier. Schauen wir, guckt, unten, schwarz, ja, 24.06. beziehungsweise 23.06., ja, kommt er dann hier, war ja die Entscheidung auch teilweise in der Nacht, ja, also kam dann hier teilweise die Reaktion natürlich später. Und ihr seht diese Linien hier schon, die Widerstände und Unterstützung drin. Also wir finden uns aktuell in dem Kursbereich dieser Brexit-Entscheidung, wo der britische Pfund dann erstmal stark nach unten geflogen ist. Hier aus dem Bereich, gucken wir mal im Hoch kurz vorher, 1,50 bis hinab auf die 1,32. Also hier sind wir mal locker 18 Cent nach unten geflogen. Dann sind wir infolgedessen dann über die nächsten Wochen und Monate dann nochmals auf ein Tief hier doppelt getestet im Bereich 1,19, knapp unter der Marke von 1,20 runtergerutscht. Und seitdem sind wir hier wieder in einem verhältnismäßig sauberen Aufwärtstrend.
kommen jetzt in diese Region, haben hier nochmal natürlich ein paar Widerstände zu knacken, aber ich sehe es erstmal aus langfristiger Sicht, und das sehe ich durchaus für dieses Jahr als realistisch, dass wir in diese Startregion hier der Brexit-Entscheidung zurücklaufen. Also die Aufwärtsbewegung erstmal vom Kern her weiterhin intakt sein kann. Ob die nur so stark weitergeht, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, aber durchaus sehe ich hier Potenzial auf der Long-Seite. Und dann schauen wir uns das natürlich auf einem etwas kleineren Zeitniveau an. Wir sind jetzt auf einem 4-Stunden-Chart in den letzten Wochen, Tagen und Wochen eben auch hier einen sehr, sehr starken Move auf der Aufwärtsseite. Und das ist hier, wo ich sage oder wo ich auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt habe, es ist im britischen Pfund oder es ist teilweise besser auf der Aufwärtsseite, und der ein oder andere hat auch umgesetzt, er hat zum Chat hier schon dann geschrieben gehabt, dass es eben besser ist, wer entweder den Euro-US-Dollar oder generell wer auch darüber nachdenkt, den Euro-US-Dollar zu kaufen, dass eben es teilweise interessanter sein kann, den britischen Pfund zu kaufen, weil der von der Kerntendenz her auch nach oben läuft, aber sauberer im Trend. Wir haben hier wirklich eine saubere Bewegung. Wir können noch mal kurz im Vergleich den Euro-US-Dollar uns anschauen. Gucken hier mal auf den Stundenchart, schieben uns das noch mal ein bisschen zusammen. Ja, und wir sehen hier eben natürlich auch eine Aufwärtsbewegung, aber wir haben zum Beispiel diese lange Seitwärtsschiebezone hier mit drin. Wir haben jetzt am Freitag oder beziehungsweise in den letzten Tagen dann auch nochmal so ein bisschen stärker eine Gegenreaktion gesehen. Nach wie vor natürlich der Euro sauber im Aufwärtstrend, aber zwei Faktoren hier wichtiger. Schaut euch den britischen Pfund an, der ist vom Kern sauber im Aufwärtstrend. Und die Aufwärtsmoves, die prägen sich mehr aus, also sind von der Schwankung stärker als im Euro-US-Dollar. Und wenn man sich das auf dem Tageschart hier dann auch mal anschaut, von der durchschnittlichen Schwankung, schieben wir das mal zusammen, dass ihr das hier unten dann auch seht. Guckt mal die ATR, die zeigt die durchschnittliche Schwankung an. Und da haben wir hier auf einem Tageschart im britischen Pfund ungefähr 130 Ticks Schwankung im britischen Pfund, und gucken wir uns das Ganze hier dann auf dem Tageschart im Euro-US-Dollar an. Und da sehen wir, Moment, dass wir hier aktuell nur bei ungefähr 100 Ticks, beziehungsweise knapp drüber 107, um die 100 Ticks, gut 100 Ticks Schwankungen am Tag sind. Also wir haben durchschnittlich 30 Ticks mehr Schwankungen im britischen Pfund. Die Tendenz ist gleich, der Trend ist sauberer. Somit war hier meine Empfehlung, und das wäre auch die Empfehlung für die, oder nicht Empfehlung, seid ihr bitte vorsichtig, aber ich persönlich würde es so machen, wenn ich den Euro oder irgendwas long handeln möchte, hier von diesen zwei Währungen, dann würde ich mich persönlich für den britischen Pfund nach wie vor entscheiden. Zum einen, weil die Moves stärker sind und die Ausprägung der Moves dann eben auch im trendfolgenden Zyklus dann eben stärker sind. Und somit ist es hier durchaus interessanter, dann den britischen Pfund zu handeln als den Euro-US-Dollar. So, da schauen wir uns hier dann mal an, welche Bereiche hier wichtig sind. Und zwar gucken wir uns na primär natürlich hier die letzten Hochs an. Bis wohin könnte sich der britische Pfund gegebenenfalls auch nochmals nach unten bewegen, bevor er dann vielleicht wieder steigt. Und da findet man erstmal als Kernunterstützung den Bereich hier, gucken, das ist das Hoch von September. Also an der Marke von 136,60 Pi mal Daumen, jetzt sind wir im Bereich von 143. Das sind 700 Ticks seit roundabout von hier weg. Das ist natürlich für die kommende Woche erstmal uninteressant. Aber wir sehen hier so, wir sind auf dem Tageschart in dem Bereich von 1,3944, eben auch knapp unter der 1,40er Marke, die psychologisch auch eine wichtige Marke ist, sehen wir Unterstützung. Also erstmal auf dem groben Bild, und das könnte sich durchaus auch in der kommenden Woche ereignen, sehe ich hier den Markt, selbst wenn wir hier in dieses Unterstützungsniveau reinlaufen, durchaus weiterhin Potenzial für die Aufwärtsseite. Also wäre für mich, und ihr kennt meine Analysen oder meine Herangehensweisen, es ist für mich immer gut, wenn wir eine Gegenbewegung sehen, die sollte sich nicht weiter als der Bereich knapp unter der 1,40er Marke eben dann ausbauen, um dann hier eben zu schauen, auf der Long-Seite reinzukommen, beziehungsweise wenn er das natürlich nach unten nicht in dieser Ausprägung schafft, bin ich auch gewillt, dann schon vorher mal wieder zu kaufen, je nachdem, wie sich da die Tage ereignen. Aber im Bereich von knapp unter der Marke von 1,40, also so ein Rückläufer wäre erstmal definitiv hier noch von der Aufwärtsseite denkbar. Sollten wir drunter laufen unter den Bereich, sollten wir den Bereich hier dann eben nachhaltig nach unten unterschreiten, dann wäre hier vom Handeln her definitiv auch denkbar, dass wir weiter in das nächste
Kernunterstützungsniveau laufen. Also der wirklich sehr, sehr markante letzte Hochpunkt hier um die Marke von 1,3660. Und dann ist natürlich hier die Abwärtsseite ebenfalls dann noch denkbar. Also das wäre jetzt so die grobe Richtung. Gucken wir mal auf der Aufwärtsseite nochmal kurz, wo jetzt hier nächste Zielbereiche kommen. Und da hatte ich hier aus dem Wochenchart, aus dieser Schiebezone, beziehungsweise aus diesen Tiefs, die hier kommen, und dann als nächstes so der Startbereich des Brexit-Ausstiegs. Das sind so die nächsten Widerstände, die hier angelaufen werden können. Und da ist der nächste Kernwiderstand hier, gucken wir mal an der Marke von 1, knapp unter der Marke von 1,45. Und da ist es durchaus möglich, dass wir hier, wenn wir eine durchschnittliche Schwankung am Tag von 130 Ticks haben und der Markt wirklich weiterhin stark ist, dann ist es durchaus denkbar, dass wir natürlich auch in der kommenden Woche die 1,45 sehen. Die 1,46, was der nächste Widerstand ist, sehe ich den Markt für die kommende Woche vielleicht nicht zwingend. Also 1,45 vielleicht denkbar. Und da würde ich durchaus mit Zielen gegebenenfalls arbeiten, aber vielleicht erstmal nicht höher. Und eine kleine Gegenbewegung hier im britischen Pfund wäre eben der beste Weg zum Einsteigen. Okay, schauen wir uns die Ölsorten an. Als erstes die Analyse fürs Brent und dann eben für WTI. Ich werde das jetzt vielleicht von der Analyse her dann auch zusammenfassen, dass wir hier beide Ölsorten im Prinzip gleich erstmal von der Analyse bekommt. Schauen wir uns hier auf dem Wochenchart mal beide Märkte an, Brent und WTI. Ich switche mal immer hin und her. Ja, und ich hatte das auch, glaube ich, in der letzten Woche schon gemacht. Das charttechnische Bild sieht prinzipiell gleich aus. Wir haben wichtige Marken mittlerweile überschritten. Wir hatten das vor ein paar Wochen eben noch nicht. Und zwar ist hier die wichtigste Marke in beiden Märkten. Ich wähle das jetzt hier mal zusammen. War hier so aus 2015 dieser Hochpunkt hier. Und den haben wir jetzt hier hinten in beiden Märkten, im Brent und im WTI, erstmal überschritten. Und wir haben auch in beiden Märkten hier dann eben aus dem Jahr 2014 diese scharfe Abwärtsbewegung nach unten, ja, die wirklich fast täglich oder sagen wir mal hier erstmal wöchentlich zu neuen Tiefständen geführt hat und dann im Tief dann eben Anfang 2015. Anfang 2016 im Tief um die Marke von 30 Dollar hier im Brent dann eben geendet hat und dann seitdem eben wieder auf der Aufwärtsseite ist. Aber was hier jetzt wichtig ist, der Hochpunkt hier wurde überschritten. Wir haben hier eine Abwärtsbewegung gehabt, die eben mit verhältnismäßig wenig Volumen vonstatten ging und das ist dann ähnlich wie der Analyse des S&P und des Dow Jones von der Bewegung vom Freitag. Es ist jetzt durchaus möglich, dass der Markt gar nicht so viel Kraft benötigt, beziehungsweise gar nicht so viel Power in der Hinterhand haben muss, um diese Bewegung, das ist wirklich eine ganz, ganz lange Analyse, in diese Bewegung in Richtung 100 Dollar wieder aufzunehmen, beziehungsweise den Weg erstmal an das Tief hier aus dem Jahr 2012 in den Bereich von 87. Und das ist durchaus denkbar, dass wir jetzt hier erstmal wieder hochlaufen. Das kann sich natürlich von einer langen Analyse hinziehen, weil wir fangen jetzt natürlich saisonal an, langsam eben wieder wärmer in den Ländern zu werden. Ja, der Ölverbrauch an sich, der geht ein Stück zurück, allein dadurch, dass die generelle Heizperiode eben zurückgeht, der Ölverbrauch teilweise zurückgeht. Also saisonal laufen wir hier so ein bisschen dagegen, aber es ist durchaus denkbar, dass wir weiter nach oben laufen. Und das gleiche Bild zeigt sich hier dann auch im WTI. Ich zeige mal euch eine Grafik, die ich mal rausgesucht habe, dass man einfach mal eine Vorstellung bekommt, wie Öl sich denn überhaupt in den letzten Jahren verhalten hat. Und wir sehen hier einen Chart des Ölpreises. Das ist der Brent, glaube ich, den ich hier raus, hier genau, vom Brent. Da sieht man, dass der Markt, der reale Preis jetzt in dem Bereich von 40 gestartet ist, 1987, ja, dann lange Zeit relativ sich in diesem Niveau hielt. Dann ist der Preis eben mal relativ zügig seit dem Jahr 2002 bis 2008 in dem Bereich 140 knapp drüber gestiegen. Scharf runtergekommen bis 2009 und jetzt hier eben hochgekommen. Und in dem Bereich hier hinten fängt jetzt hier erstmal die Analyse oder das Chartprogramm im MetaTrader an. Also wir sehen alles, was davor war, sehen wir erstmal nicht. Ja? Und wichtig ist jetzt hier, dass wir eben nicht nur diese Abwärtsbewegung hier hatten, sondern dass wir natürlich vorher auch schon mal in diesem Kursbereich, wir befinden uns jetzt hier wieder in dem 60er-Bereich, also sind hier schon wieder auf dem Weg nach oben. Wir haben ja hier eben aus dem Jahr 2009
2009, 2010 schon mal eine Aufwärtsbewegung gehabt. Wir haben vorher eine Abwärtsbewegung gehabt und hier wieder eine Aufwärtsbewegung. Und da kann man durchaus auch mal gucken, wo hier wichtige Widerstände und Unterstützungen waren, um sich hier eben nochmal ein Bild zu machen. Das sehen wir jetzt aktuell im MetaTrader eben nicht so, weil die Daten, die hier zur Verfügung stehen, etwas begrenzt sind. Ja, wir können ja auf den Monatschart gehen und wir sehen, dass wir hier gerade bis ungefähr 2010 zurückkommen, ja, und dann eben diese letzte Abwärtsbewegung hier haben und hier diese Aufwärtsbewegung jetzt gerade wieder am Abarbeiten sind. Okay, das nur mal zum großen Bild für beide Märkte. Wir sind auf kurzfristiger Ebene, gucken wir nochmal auf den Tageschart, sind wir nach wie vor auf der Long-Seite unterwegs und hier prinzipiell ähnlich wie in den Währungen, wo ich sage, okay, es ist für mich persönlich gegebenenfalls interessanter, statt dem Euro das britische Pfund zu handeln auf der Long-Seite. Hier im Ölbereich würde ich eben primär das WTI bevorzugen zum Brent, weil einfach das WTI auch etwas sauberer läuft. Wir schauen uns das hier an. Wir sind im WTI relativ klar auf der Long-Seite unterwegs. Wir haben Aufwärtsbewegung, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Klare Struktur, steigender Hochs, steigender Tiefs. Gucken wir uns das kurz im Brent an. Und da haben wir eben doch hier nochmal eine Schiebezone. Hier eine bisschen etwas schärfere Ausprägung. Wir hatten hier dann doch ein bisschen etwas schärfere Konsolidierungsphase, auch von einer geringeren Zeitebene dann auch ein bisschen stärker oder ein bisschen besser zu erkennen. Diese Schiebezone, dann hier eben der Ausbruch am, ich glaube, das war dann auch am Donnerstag, schauen wir mal, wann das war. Ja, Donnerstag der Ausbruch nach oben, dann wieder der Test dieses Bereichs und jetzt ein leichtes Anjucken wieder nach oben. Schauen wir uns das eben mal im WTI an. Ja, da haben wir vorher eben diese Schiebezone hier, die sich natürlich auch so ein bisschen zeigt, aber etwas viel, viel sauberer im Prinzip nach oben durchstoßen, haben jetzt hier den nächsten Unterstützungsbereich getestet und sind jetzt hier schon wieder fast an den Hochs. Da sind wir einfach im Brent noch nicht dran. Wir sehen hier einfach diese Struktur etwas unsauberer. Somit würde ich mich für Käufe, würde ich mich hier fürs WTI entscheiden und wenn ich den Ölmarkt verkaufen würde, würde ich für mich fürs Brent entscheiden. Ja, es ist durchaus möglich, neue Hochs auszubauen. Hier im Brent sollte der Markt über der Schiebezone sein für Käufe. Über WTI sollte der Markt sich primär, wenn man über die Kaufseite nachdenkt, über diesen Unterstützungsniveau halten. Ansonsten kommen wir auch erstmal in diese Schiebezone rein und alles darunter vielleicht konsolidierend erstmal ein Stückchen weiter nach unten müsste man sich dann in der täglichen Analyse anschauen. Kommen wir zu guter Letzt hier noch zum Gold, zu der Analyse des Goldes. Wir sind ja hier, also auf dem großen Picture des Goldes, sind wir ja tendenziell hier auf der Long-Seite, auf der Seitwärtsseite unterwegs und haben erstmal auf dem Wochenchart keine großartige Tendenz und vor allem sehen wir hier in dem Bereich von der Marke von 13,80 bzw. knapp drunter doch eben recht starken Widerstand, wo der Markt immer wieder rangelaufen ist, nach unten abgeprallt ist, rangelaufen, nach unten abgeprallt, rangelaufen. Jetzt laufen wir wieder in den Bereich und es könnte gegebenenfalls ein nächster Abprall stattfinden, wobei der hier sicher vielleicht erstmal vom großen Picture her, wenn wir jetzt hier ranlaufen, erneut an diesen Bereich, knapp unter der Marke von 13,80, dass dann hier die Gegenbewegung gar nicht mehr so stark ausfällt, um dann hier eben nach oben weiterzulaufen, was das bedeuten würde, dass es eben durchaus realistisch ist, dass Gold Richtung 1500 bzw. 1500 laufen kann. Dass das etwas größere Bild. Auf der kurzfristigen Ebene sind wir natürlich hier mit der letzten Kernaufwärtsbewegung, die wir uns hier jetzt im Tageschart mal anschauen können, eben natürlich klar auf der Long-Seite unterwegs. Wir haben jetzt gerade diese Hochs hier von, wann war es, im August, glaube ich, Anfang September 2017. Wir haben diese Hochs kurzzeitig überschreiten können in der vergangenen Handelswoche, sind dann erstmal wieder nach unten konsolidiert und ich hatte hier in der vergangenen Handelswoche in einer kurzen Analyse, ich glaube in einer Opening Bell eben gezeigt, dass dieser Unterstützungsbereich hier interessant sein kann für Käufer, dass das eben rein charttechnisch von der Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, Aufwärtsbewegung eben ein interessantes Unterstützungsniveau darstellt und ich würde für die kommende Woche diesen Bereich gegebenenfalls etwas nach unten nehmen, wo ich sage, okay, solange der Markt,
Zeichnen wir das mal so ein. Solange der Markt hier über der 13,30 bleibt, wäre er durchaus realistisch für Käufe denkbar. Also weiterhin vom Vorteil auf der Long-Seite aus zu sehen, mit dem realistischen Ziel, dass der Markt in den Bereich von der Marke, die ich eben gezeigt habe, von 13,80 fällt. Hier ist es so wirklich so ein extremer Bereich, den man im Hinterkopf haben sollte. Ja, wir hatten gerade auf der großen Zeitebene gesehen, dass dieser Bereich, wenn wir jetzt hier hinlaufen, eben dass wir auf einem höheren Zeitfenster hier schon mehrfach abgeprallt sind mit extrem starker Reaktion, die sich denn hier auf einem Tageschart fast nicht zeigen lässt, wo es eben weit nach unten ging. Somit ist jetzt hier das dann interessant und da müsste man gucken, wenn man es schafft, vielleicht im Swing-Trading-Bereich hier eine Long-Position zu haben, dann könnte es durchaus sein, dass der Markt hier vielleicht mal rüber zischt und also nicht für mich nicht wahrscheinlich, aber wenn es passiert, dann könnte der Markt hier durchaus in einem Zug durchgehen, weil hier einfach jede Menge Orders kommen, die dann eben viele Handelssysteme, viele Herangehensweisen, die hier dann erst Long-Einstiege projizieren oder in den Markt legen. Somit kann diese Bewegung, wenn sie hier so stattfindet, dann auch nach oben extrem rauslaufen. Aber ich denke, dass es eben realistischer ist, dass wir vielleicht in diesem Bereich laufen, dann nochmal zurückkommen, vielleicht in dieses Niveau, vielleicht in dieses Niveau. Denkbar sogar ein Stück tiefer, was dann für mich für Käufe erstmal nicht interessant wäre. Und wenn der Markt dann irgendwann wieder anzieht, dann ist an diesem Bereich der Markt für Käufer dann halt wieder interessant, um dann hier vielleicht ranzugehen und dann durch diesen Bereich hier durchzulaufen. Das wäre jetzt so mein favorisiertes Szenario. Und dann kann es eben durchaus sein, dass wir hier in den Bereich von 1500 dann eben laufen könnten. Also weiterhin das Gold auf der Long-Seite auszusehen, über dem Unterstützungsniveau von 1330, alles darunter erstmal mit Vorsicht. Die Abwärtsseite würde ich hier noch nicht zwingend handeln. Auch antizyklisch hier oben in dem Bereich wäre natürlich eine antizyklische Idee vielleicht mal denkbar auf der Abwärtsseite nach unten. Müsste man sich dann aber auch auf den Tag dann anschauen. Prinzipiell, wie gesagt, auch im Gold weiterhin die Long-Seite. Und dann müsste man schauen, wie sich der Markt hier unter der 1330, unter dem 1330er Unterstützungsniveau verhält. Das soll es gewesen sein. Die Wochenanalyse für die Kalenderwoche 5 vom 29.01. bis 2.02. Achtet am Freitag auf die Non-Farm-Payrolls. Am Mittwoch schaue ich nochmal vorher, bevor ich was falsch. Am Mittwoch dann auf die, ja, jetzt muss ich nochmal gucken, auf die Fed am Mittwoch, genau, am Mittwoch auf die FED-Entscheidung aus den Staaten. Also das sind die zwei Hauptthemen, die nächste Woche die Märkte bewegen könnten. Und da werden wir natürlich täglich dann drauf schauen. Wie gesagt, am Dienstag Live-Trading-Webinar mit mir und dem Chris Kämmerer oder mit Chris Kämmerer und mir. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Woche. Good Trades, passt auf eure Stops auf, passt auf euer Risiko auf. Und wir hören uns dann, wie gewohnt, immer morgens und nachmittags jeweils auf dem Kanal von GFD bzw. auf dem Livestream. Bis dahin, alles Gute, gute Trades, euer Markus Klebe. Bye bye, ciao.